Marius, tralali, tralala, tralalera. Die Marschrichtung, du kommst aus, nein, also du hast es schon mal erzählt, urgroßväterlicherseits aus Dänemark. Wie war das? Schieß mich tot. Das ist schon ein bisschen länger her. Ja. Und dann bist du, seid ihr über irgendwelche Umwege in Ratzeburg gelandet. Das war deine Aufwachsheimat sozusagen. Ratzeburg, ja. Ratzeburg, ja. Also besser gesagt, Zieten das Dorf nebenan, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert. Und du bist neben Booten groß geworden. Du wolltest Bootsbauer werden, kann das sein? Eigentlich wollte ich in die Richtung Bootsbau gehen. Ja. Und weil ich eigentlich dachte, es ist ein vielseitiger Beruf mit vielen, ja, tollen Möglichkeiten. Aber in den, ja, Betrieben, wo ich da gelandet bin, war den ganzen Tag nur Schablone anmalen und aussägen. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich eigentlich noch? Und dann fiel mir ein, ich kann ja eigentlich auch noch singen und habe mich dann damals in der Lübecker Musikhochschule beworben. Hast du das sinkende Schiff, das sinkende Boot verlassen? Das singende Boot verlassen, auf das singende Boot gegangen, ja, sehr gut. Aber es scheint von der Marschrichtung ja auch eine sehr vielversprechende Route zu sein. Kurz zum Steckbrief, du bist jetzt, darf man es sagen, ja, 26, ne? Oh, ja. Darf man, und es sieht schon so aus, als ob jetzt die ersten Türen aufgehen. Und das Stück, was wir jetzt gemacht haben, das war für dich der erste Maler. Das ist richtig, ne? Ja. Aber du hast schon in der Ecke Maler, Wagner vor allem, ne? Hast du ja schon einiges. Hauptsächlich tatsächlich in diesem hochromantischen Fach, ja, gewildert. Genau, ja, genau, genau. Und gesangstechnisch liegt das ja alles sehr nahe beieinander, diese ganze Hochromantik, dieser ganzen Lautmalerei. Und das alles, was man da schon gelernt hat, kann man beim Maler auch wunderbar anwenden und noch weiter verfeinern und noch weiter auf die Spitze treiben. Und gerade die Revelle dann so als Start schon echt eine Nummer. Ist ja auch das ist ja so ziemlich das extremste Lied, was Maler überhaupt geschrieben hat. Und ich meine, ich muss tatsächlich gestehen, ich habe als ich dachte, wir könnten das machen für diese Reihe auch hier, dann bist du mir natürlich noch ziemlich schnell eingefallen. Ich denke, da wir uns ja auch schon länger kannten, auch vom Institut, von der Hochschule. Und war das für dich so ein bisschen, als du das Lied zum ersten Mal gesehen hast, hast du es war ein bisschen bizarr vielleicht, der erste Eindruck, ne? Oder hat's? Es erschlägt einen, ja, erstmal, ja, auf den ersten Blick, wenn, ja, man das erstmal die Partitur sich da anguckt. Na klar. Aber je mehr man da durchsteigt und so verschiedenen Farben erkennt und so ganzen Nuancen, die da auch musikalisch und harmonisch dann rausgearbeitet werden und sich darin dann wiederfindet, auch in dieser ganzen Erzählung der Geschichte, dann ist das auf einmal so ein rundes Ding und macht einfach Spaß. Ja, also ich denke auch diese extremen Farben, aber auch dynamische Extreme, die er verlangt, das brauchst du ja auch und das hast du ja auch schon uns schon oft zu Gehör gebracht. Also wenn ich, was war der letzte Wagner, den du gesungen hast? Das war Rienzi, glaube ich. Ja, schon, doch, Rienzi. Singt, ja, auch nicht jeder schon mal im Studium, im Bachelorstudium, muss man ja auch dazu sagen. Und
da wurde dann schon die, auch hier wurde die Marschrichtung klar, wo das mal hingehen wird in deinem Fach. Hast du dir das vorgestellt, als du noch in Ratzeburg warst, dass das mit dem Singen auch mal in solche extremen Stücke und Fächer auf solche extremen Sachen hinauslaufen könnte? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Diese Welt ist der Musik oder des Musikers. Es war mir lange Zeit ganz fern. Und das war damals ein Riesenschritt für mich und ein Riesenwagnis, mich da überhaupt da dediziert der Sache zu widmen. Also Musik, die du gemacht hast, wie war das irgendwie, als ich dich mit dem Heavy Metal T-Shirt zum Raum hereinspazieren sah? Das war das Einzige, was du gemacht hast in der Band, ne? Oder gab es da eine Vorgeschichte noch? Nee, aber privat ganz viel Heavy Metal. Und je härter und so, je lauter und je interessanter, desto besser. Und also die Extreme waren schon immer gegeben. In der Form schon immer vorhanden. Aber du hast mir heute ein Verbot erteilt für die Band-Shirts, also bin ich heute ganz gepflegt im Blümchenhemd. Nein, Verbot war da nicht was anderes. Nein, das war die Liste der nicht auszusprechenden Worte. Oder der Worte, mit denen du angeblich Schwierigkeiten gehabt haben sollst, sie auszusprechen. Jetzt können wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Nein, mit welchem Idiom bist du groß geworden? Richtig Plattdeutsch? Nein, du kannst es richtig? Ich verstehe Plattdeutsch und ich spreche Brocken, aber ich habe es nie richtig sprechen gelernt. Meine Großeltern haben das eigentlich immer nur zu Hause gesprochen und du kriegst einfach deinen Schlachter weg. Und ich muss auch sagen, innerhalb der Familie habe ich irgendwie noch den stärksten Akzent und hätte mir einer vorm Studium erklärt, dass ich mit meiner deutschen Aussprache am meisten Arbeit habe und haben werde und nach wie vor immer noch habe, dann hätte ich dem einen Vogel gezeigt, aber... Oder man könnte sagen, du hättest ein Luxusproblem. Ja, das ist wiederum wahr. Ja, also in dem Sinn war Mahler jetzt in dem Lied ganz, ganz gut. Da kommen ja auch viele Wortwiederholungen vor. Also ja, genau. Toller Lied. Musst du drei Zeilen lernen und die dann immer wiederholen. Und es ist ja auch sehr volksnah, das Stück, wenn man sich vorstellt, die Sammlung auch des Knabenwunderhorn ist ja sehr... kommt ja alles aus der, wirklich eigentlich aus der volksnahsten Schicht, die ganze Thematik, aber auch die Begegnungen von diesen Menschen da, sind ganz einfach gestrickte Menschen. Insofern, und jetzt ist es halt große Kunst geworden. Tja, was macht man dann damit? Man steigt auf die Bühne und steigt auf Bühnendeutsch um. Ja, was wünschst du dir jetzt für die nächste Zeit? Wenn wir hier, ich meine, das ist ja jetzt hier in der Zeit auch gar nicht unpassend, so ein Stück. Wir marschieren ja auch gerade durch irgendwie so eine merkwürdige Situation. Ja, aber auch da wieder passen können wir hoffen, dass die Kulturlandschaft auch irgendwann wieder aufersteht. Ne? Das ist eigentlich das, und zwar nicht so, wie der Trommler das schafft oder dazu verdammt ist, dass er quasi als, ja, man muss ja wirklich schon sagen, das ist eine Vorform der Zombie-Geschichte, die ja da in verewigt wird. Ne? Ja, das wollen wir der Kultur nicht anbieten. Und das wäre natürlich zu wünschen. Also du wirst jetzt... also die nächsten Schritte stehen schon bereit und wirst also, ich denke, sehr bald also auf der Bühne. Ich habe irgendwann mal den Entschluss gefasst, wenn ich irgendwann mal Lohengrin singen darf, dann bin ich voll zufrieden. Dann können Sie mich einscharen und dann... Das ist vielleicht die beste Einstellung, so ganz zwanglos an die Sache heranzugehen. Im Plan kann man das nicht. Einmal sagtest du ja auch, naja, ich kann ja auch wieder Bootsbauer werden. Aber das wollen oder wir ich mach was mit Tieren. Aber das wollen wir jetzt nach dem, was wir jetzt schon gehört haben und hören werden, noch vielleicht doch besser nicht hoffen, sondern ich denke, ja, du wirst uns mit anderen Dingen beglücken. Wollen wir es hoffen? Ja, in dem Sinn, danke dir sehr für heute und ich hoffe, du bist bald nicht so ausgebucht, dass wir für zukünftige Projekte mit Mahler oder auch anderen Komponisten nicht noch Zeit finden könnten. Wird sich zeigen. Alles klar. Danke. Ach Brüder, ach Brüder, ihr geht ja mir vorüber, als wär's mit mir vorbei, als wär's mit mir schon vorbei.